Ja, moin, herzlich willkommen zurück in Heimelsrand, jo, mit dem Let's Play Rollenspielprojekt von Skyrim, die Anniversary Edition mit tollen Mods. Jo, und genau, wir schauen uns mal kurz noch in der Akademie um. Wir haben irgendwann mal sicher noch Ausbildungszeiten, also dass wir hier irgendwas lernen, aber momentan nicht. Es ist, glaube ich, was ich kann nicht warten hier. Muss nur auf die Uhr schauen. Können wir hier warten? Ja, es ist am Morgen. Wir machen mal auf 11 Uhr, genau. 11, ja, vor 11 Uhr bitte. So. Und dann schauen wir einfach, ob jetzt dann bald, ja, jemand hingeht. Mit dem haben wir geredet, Ihr seid genau. noch ziemlich neu hier, oder? Ich habe euch schon gesehen, aber wir haben uns noch nicht unterhalten. Weil du nicht unterhalten bist. Nein, mein Herr. Wie eigenartig. Ich bin Savos Aren, Erzmagier der Akademie von Winterfeste. Ich bin sehr zufrieden, dass hier nahezu alle Aspekte der Magie erkundet und untersucht werden. Ja, ich auch. Aber ich kann und werde keine Forschungen oder Experimente gutheißen, die Mitgliedern der Akademie absichtlich Schaden zufügen. Verstehen wir uns? Gefährliche Forschungen müssen hier ein Problem sein. Nein, nicht besonders oft. Einige Risiken muss man halt eingehen. Ich versuche einfach, vorzeitige Tode zu vermeiden. Wir müssen uns auch anstrengen, damit Himmelsrand nicht noch schlechter von uns denkt. Ja, das ist klar. Welcher Zweck hat die Akademie? Das sollte doch eigentlich auf der Hand liegen. Magie ist eine ernstzunehmende Macht und nichts, das von gewöhnlichen Menschen gemieden und von Politikern als Belustigung angesehen werden sollte. Sie formt Welten, erzeugt und vernichtet Leben. Sie verdient Respekt und angemessene Studien. Die Akademie ist ein Ort, an dem wir uns darauf konzentrieren können, ohne dass der Druck der Außenwelt auf uns lastet. Ich möchte mehr über die Geschichte der Akademie erfahren. Ich habe Dokumente aus der späten zweiten Ära gesehen. Darüber hinaus gibt es nur wenige Informationen. Ich fürchte, dass durch Ereignisse der letzten paar hundert Jahre ein Großteil unserer Geschichte verloren gegangen ist. Aha. Jetzt ein Problem scheinbar. Bezahlt darauf. Irgendwie. Seit wann dürfen die einfach hier in die Akademie kommen und uns angreifen? Okay, solange wir jetzt gerade mal abgelenkt sind, greifen wir an. Okay. So, sehr danke schön. Gut, also. Das ist wieder so ein Event. Kontakt, die wollten mich angreifen, 100%. Meine Güte, muss man immer so Angst haben? Wieso aber mich? Hey, wir haben ja noch nicht viel gemacht. Wir haben nichts Böses angestellt bisher. Also, haben wir doch gleich mal. Wo ist jetzt die andere Leiche eigentlich? Es sind drei. Jetzt mal kurz ein paar Bären. Sie ist ziemlich stark auch, ja. Die beiden. Ah, da. Gut. Der ist ein bisschen weiter geschleudert worden oder so. So, ich möchte mit euch noch fertiger. Geht's mir eigentlich gut? Habe ich immer noch? Was ihr hier lernt ihr fürs Leben. Ja, ich habe maximal Leben. Gut. Ich war ja in einem Gespräch. Lebt man kein Leben. Gut, ich möchte noch kurz das andere. Dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand befleckt ist. Was ist in den letzten Jahrhunderten geschehen? Das, was als großer Zusammenbruch bekannt geworden ist. Aha. Eine bedauerliche Naturkatastrophe, die die Gegend verwüstet hat. Die Akademie hat es wesentlich besser als Winterfeste überstanden, jedoch auch nicht ohne Spuren. Ist die Klippe heruntergekommen oder was passiert?
Was war die Ursache für den großen Zusammenbruch? Die Ursache war niemandem klar. Einige glaubten, dass der Ausbruch des Roten Bergs weitreichende Folgen hatte, die man erst nach Jahren spüren konnte. Aha. Ich weiß, dass einige der Akademie die Schuld gaben. Ich kann euch versichern, dass wir dafür nicht verantwortlich waren. Ja, das ist gut. Erzählt mir mehr über den großen Zusammenbruch. Das Geistermeer wurde quasi lebendig. Niemand hatte das erwartet. Riesige Wellen schlugen wochenlang an die Küste. Winterfeste war uralt, konnte jedoch der Wut des Meeres nicht trotzen. Ganze Stadtbezirke gingen über Nacht verloren. Die Wellen ließen mit der Zeit nach, aber die Schäden waren zu umfangreich. Die meisten Einwohner von Winterfeste verließen das, was noch von der Stadt übrig geblieben war. Ja, sie haben nicht mehr so viel. Die Akademie hat es überstanden. Also sind wir nun hier. Ja, immerhin. Jo, ist eine tragisches scheinbar. Weil es ist schon viel runtergekommen. Man sieht es leider nicht von hier so gut. Was ist passiert? Aber scheinbar, jo, so. Hier vorne denke ich auch. Aber vor allem dazwischen und auf der linken Seite hat. Genau, wir haben ja einen Kontakt bekommen. So, gelootet. Hier ist die vereinbare Summe. Ich erwarte, dass ihr, wie vereinbart, Drago Basel eine Lektion erteilt. Ihr braucht ihn nicht umzubringen, aber falls ihr euch dafür entscheidet, damit kein Problem. Fallas Selvain. Okay. Kann ich das irgendwie gebrauchen? Ja, ich werde es natürlich lassen. Genau, wir haben ja das gekauft. So. Buchen, Gasttag, Wattaquatis, Ort, Rotadlerschanze. Weiß ich, wo das ist. Müsste irgendwo hier sein. Ja, müsste irgendwo schwarz sein. Ne? Räterposten. Keine Ahnung. Tundragut, das ist dieses Anwesen. Da, okay, ganz weit weg. Abfluss. Okay, da gehen wir am Schluss dann dreckig rein. Genau, also Magie. Dann haben wir hier den Feuer danach. Und welcher Knopf ist das? Genau, der. Sehr gut. Die Erdtüchte. Also. Es gibt nur wenige Orte, an denen man meiner Art von Arbeit ohne Furcht vor Verfolgung nachgeht. Die Verzauberungsdienste gehören. Ich glaube, der geht langsam ausbilden. Das erwarten wir mal kurz hier. Schade, dass man hier nicht warten kann, aber. Okay, man kann auf eine Bank warten. Vielleicht gibt es noch eine Ausbildung. Aber ich weiß nicht wann. Was haben wir jetzt? Oh, muss wieder rausgehen. So. 12.33 Uhr. Um 1 Uhr vielleicht? Oder ist es schon vorbei? Also erst hier. Wer will jetzt gerade nichts? Wenn er könnte, würde Savos die ganze Akademie über Himmelsrand schweben lassen, damit alle Nord sie sehen können. Okay. Aufmerksamkeitsdefizit. Ja, wenn man sich halt nicht selber gut genug fühlt und Aufmerksamkeit braucht. Naja. Boah, hab ich Glück gehabt. Man hängt einfach irgendwie mit den Schuhen fest. So, ja, ich möchte aber nicht allzu lange warten müssen. Lieber Herr, Ausbilder, holt die Leute. Können wir das auch alleine machen, zu zweit. Er wartet immer noch. Bin immer noch da. So, wie gut bist du? Du bist Level 5 schon, okay. Ja, okay, diesen Zaubern von Zerstörung gut und Schleichen. Aha. Okay. Wie
Wir könnten sie noch besser. Nein, anpassen wird sie schlechter. Wir sind ja noch nicht gelevelt. Ja. Also was machen wir? Wir machen halt am Anfang Beschwörung, damit wir wenigstens ein bisschen uns verteidigen können. Also den Feueratronachen könnte ich eigentlich nach rechts tun. Und dann mal beschwören. Ich habe nicht genügend Magiker. Okay, müssen wir zuerst Magiker nach oben teilen. Ui, das gibt's auch noch. Wir sind nicht so gut. Zaubern für so einen guten Zauber. Passiert jetzt irgendwas? Das findet es nicht jeden Tag statt. Das ist so, wie ich von einem gehört habe. Ist es immer entweder um 11 Uhr oder um 1 Uhr. Also um 11 Uhr war nichts und jetzt um 1 Uhr scheinbar auch nichts. Ich kann eben nicht auf die Uhrzeit schauen, wenn ich es nochmals versuche. Genau. Ja, sonst gehen wir dann einfach später, wenn es mehr stattfindet. Also ich warte jetzt nicht mehr so allzu lange. Ja, es ist 1.20 Uhr. Es findet heute gar nicht statt. Was haben wir denn? Also letzte Saat. Tier das. Donnerstag könnte das sein. Third Death. Ja, was machen wir mit den Leichen jetzt? Okay, sie. Bitte. Ja, sie. Hallo? Ich gebe euch du. Sie! Die teleportiert sich einfach, oder? Diese Zauberin. Mirabelle leistet wohl gute Arbeit als Hochmagier. Aber es gibt natürlich immer Platz für Verbesserung. Okay, wir können jetzt momentan scheinbar nicht so viel. Hey. Hallo. Wer macht denn das immer? Das Klingen rausnehmen, hä? Bist du das gewesen? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich am besten machen soll. Ob ich mal ein bisschen Geld ausgegeben soll mit... den Kutscher und irgendwie, weiß nicht, auf Weißlauf wieder gehen. Die Wiederherstellung ist eine völlig legitime Schule der Magie. Oder ob ich oben durchgehen soll? Ja. Also gut. Ich habe ich auch schon alles befragt. Hier ist noch jemand. Wenn es hier ist sie. Lasst es mich wissen. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alles seinen Gang geht. Wo erlerne ich neue Zauber? Nun, das hängt davon ab, wonach ihr sucht. Faralda kann Zerstörungszauber lehren und bietet Training dafür an. Finnis ist einer der besten Beschwörer in ganz Himmelsrand und kann euch mit Zaubern dieser Art helfen. Ja, das weiß ich. Lasst euch von Teufdir nicht täuschen. Er ist die höchste Autorität auf dem Gebiet der Veränderung. Einer der besten in Tamriel und stets bereit, sein Wissen weiterzugeben. Wenn ihr Drevis findet und ihn dazu bringen könnt, dass er sich konzentriert, kann er euch so einiges über Illusionsmagie beibringen. Und dann ist da noch Colette. Zwar ist der Umgang mit ihr nicht immer ganz leicht, doch ihr Wissen über die Wiederherstellungsmagie ist enorm. Ja, die habe ich ja schon getroffen. Also wir haben alle, glaube ich, schon getroffen. Was wird hier von mir erwartet? Es gibt keine Erwartungen. Diese Akademie ist ein Ort, an dem man Magie ungehindert lernen und ausüben kann. Ich hoffe, ihr teilt alle Entdeckungen aus euren Studien zunächst mit den Mitgliedern der Akademie. So können alle davon profitieren. Also ich denke, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen kämpfen, auch wenn wir eben noch nicht stark genügend sind eventuell. Also wir müssen einfach wagen, leveln und Magika lernen, Magika vergrößern sozusagen. Und jo, dann Feueratrinachen beschwören. Oder wir holen einfach Geld und holen nochmal so einen Berührungszauber und so. Aber jo. Wir suchen jetzt erstmal Begleiter, denke ich mal. Wir gehen mal kurz in die Taverne, vielleicht gibt es dort einen Begleiter. Oh ja, hier ist ja alles kaputt. Also hier sind scheinbar mehrere so ein Riss entstanden oder so. Ja, also hier ist sicher noch viel weiter gegangen. War es runtergestürzt. Und das, weiß nicht, hat er nicht so gesagt. Wie lange es her ist? 100 Jahre? Oder hunderte Jahre, ungefähr so.
Ja. Okay. Da ist auch ein kaputtes Haus. Hallo. Früher war ich auch ein Abenteurer, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Boah, das macht sicher fest weh. Die Kaiserlichen denken, dass wir ihre Gesetze benötigen. Hm, ja. Gut, frostiges Feuer, okay. Es tut mir leid. Könntet ihr den Geruch beschreiben? Als ob ein schreckliches Monster explodiert wäre. Was habt ihr getan? Es war eine kleinere Fehlkalkulation. Ich habe sie für zukünftige Experimente bereits berichtigt. Genau aus diesem Grund haben die Leute ein Problem mit eurer Akademie, Nelaka. Kommt herein. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Setzt euch und wärmt euch auf. Okay, es gibt einen Magier hier. Ein alter Händler. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Jo. Ah, okay. Nierenwurz für 30. Okay. Salz. Zerbung des Beschwörers. Ja, brauchen wir nicht. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ja. Wenn ihr etwas braucht, sagt es mir nur. Was könnt ihr mir über Winterfeste erzählen? Da gibt es leider nicht viel zu sagen. Winterfeste ist kaum mehr das, was es einmal war. Wenn ihr etwas kaufen möchtet, redet mit Birna. Sie hat nicht viel, kann aber das Geld gut gebrauchen. Und dann gibt es da noch unser kleines Gasthaus. Das meiste Geld kommt vom Besuch an der Akademie, aber auch das hat schon nachgelassen. Mhm. Ich suche nach Arbeit, wisst ihr das? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Habt ihr von Aventus Aretino gehört? Er ist ein kleiner Junge und wohnt in Windhelm. Angeblich versucht er, Kontakt zur dunklen Bruderschaft zu bekommen. Okay, ja. Wage ich mich jetzt aber noch nicht dran. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Irgend so ein Schlaumeier eröffnet ein Museum in Dämmerstern. Angeblich bezahlt er für Artefakte von diesem alten Kult der mythischen Morgenröte, die ihm die Leute bringen. Tolle Untertitel. Da gibt es leider nicht viel zu sagen. Winterfeste ist kaum mehr das, was es einmal war. Wenn ihr etwas kaufen möchtet, redet mit Birna. Sie hat nicht... Das okay, meiste das Geld kommt vom Besuch an der Akademie. Ist derzeit ein Kopfgeld ausgesetzt? Natürlich. Es steht alles in dieser Notiz. Okay. Ja, was habt ihr denn zu verkaufen? Wollen wir diesen Hunger stillen? Steck wie für Krähen sein. Jo, wir haben jetzt nicht mal irgendwie das zum Craften. Chemie-Sachen. Hat Ranmir euch schon um ein Getränk angebettelt? Das ist verschwendetes Gold. Das stimmt mit Ranmir nicht. Er schuldet dieser Taverne so viel Geld, dass man sie abbrennen, wieder aufbauen und nochmal abbrennen könnte. Oh. Nur aus Jux und Tollerei. Er hatte in seinem Leben schon ein paar Problemchen, aber er kann hier nicht einfach trinken, ohne zumindest ein bisschen was von seinen Schulden. Wir fragen doch zuerst das Geld. Was wäre, wenn ich mit Ranmir rede? Nur zu. Vielleicht ist er ja nüchtern genug, euch zuzuhören. Ja, aber ihr habt angefangen, ihm Bier auszuschenken. Schönes Fleckchen habt ihr hier. Es ist nicht viel, aber wir kommen über die Runden. In Winterfeste wird nicht viel Geld ausgegeben. Aber man kann darauf zählen, dass die Bewohner ab und zu mal etwas trinken wollen. Warum ist es hier so leer? Meint ihr die Taverne oder Winterfeste? Alles. Die Antwort ist wohl sowieso dieselbe. Winterfeste macht harte Zeiten durch. Die meisten Bewohner sind schon vor Jahren weggezogen. Ein paar von uns sind entweder zu dickköpfig oder zu verrückt, um zu gehen. Also versuchen wir unser Bestes, ein Auskommen zu finden. Geht doch alle zusammen. Einfach irgendwo, wo es nicht so kalt ist. Die ganze Akademie. Und Seemann. Ihr braucht etwas. Oh, geil, ich mag ja. Kaschis Seemann. Wenn er nicht zufällig eine neue Runde bringt, könnt ihr gleich weitergehen. Ihr müsst Haran eure ganze Zeche zurückzahlen. Für wen haltet ihr euch, dass ihr mir Vorschriften machen wollt? Sie kriegt ihr Geld, wenn ich das will. Ich schulde ihr Gold, zahlt es. Und ich habe euch gesagt, dass ich dann bezahlen werde, wenn ich dazu bereit bin. Hm.
Tut es, sonst werde ich ungemütlich. Für diese Worte werdet ihr büßen. Nein. Ich kann auch Magie einsetzen. Oh, er ist stark. Wie immer sind die Imbichiche mich stärker. Ich hab trotzdem aggressiv wie aggressive Anfälle. Ich mach dich so knüppelhaft kaputt. So, mein Ring hat gewonnen. Was war das? Fremdländische Kampfkunst? Ah, Ringkunst. Seid ihr nun bereit zu zahlen? Ihr habt mich fair und ehrenhaft besiegt. Sagt Haran, dass ich zahlen werde. Ja. Aggressionsprobleme, Anna. Oh, ich hab keine Lust, hier zu kämpfen. Die da. Wir haben vielleicht nicht so viel zu bieten wie Weißlauf oder Einsamkeit, aber wir tun alles, um euren Aufenthalt möglichst angenehm zu gestalten. Ja, mit deinen Tanzanlagen und darf ich wieder zu dir schauen, bitte? Ja. Danke. Er ist kein schlechter Mensch. Er kommt nur nicht mit Alkohol und Geld klar. Mein Mann Dagur könnte euch Geschichten erzählen. Ich habe ein paar von Ranmirs Sachen, die er uns verkauft hat, als er noch regelmäßig zahlte. Ihr habt sie euch verdient. Pätschchen und Eisenkrieg, sagst du. Oh, jetzt muss ich die Sachen wieder verkaufen können. Sagt es mir nur. Okay. Gibt es hier etwas zu tun? Nicht unbedingt. Ach so. Hört mal. Wir sind doch Freunde, oder? Ja, eben. Ich habe mich gefragt, ob ich euch um einen Gefallen bitten kann. Ja, wenn du nichts mehr hast sonst. Was kann ich für euch tun? Es geht um Ranmir. Versteht mich nicht falsch. Ich habe kein Problem damit, dass er ständig hier ist. Er ist meist allein und konnte bisher immer zahlen. Mir gefällt nur nicht, was mit ihm geschehen ist. Er war nicht immer so. Ich meine, betrunken. Ja, das hat eine Sucht. Wie war er denn früher? Oh, er war ganz anders. Fröhlich, offen, wie Verliebte so sind. Und was ist mit ihm geschehen? Also, Ranmir war mit einer hübschen jungen Frau namens Isabelle Rollin zusammen. Ich glaube, die beiden waren sehr glücklich. Eines Tages verschwand sie einfach. Ranmir ging davon aus, dass sie mit jemand anderem weggelaufen war und ihn zurückgelassen hatte. Er verfiel dem Alkohol. Und was noch von ihm übrig ist, kann man hier jeden Tag sehen. Was kann man jetzt tun? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe gehofft, dass er wieder der Alte wäre, wenn man sie finden würde. Und er erfahren würde, was passiert ist. Uff. Ich habe keine Möglichkeit, nach ihr zu suchen, aber vielleicht könntet ihr das übernehmen. Ja, werde ich, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Okay, einfach ein bisschen erkundigen. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Es heißt, es gäbe in Rifton jemanden, der Gesichter verändern kann, sodass man ganz anders aussieht. Könnt ihr das glauben? Mhm. Es kam, glaube ich, mit diesem ersten Addon dazu. Oh, ich suche nochmal so, aber der ist für mich. Natürlich. Es steht alles in dieser Notiz. Aha, danke. Vermisster Händler. Oh. So, jetzt mal kurz schauen. Das ist das jemand? Nordarbeiter? Ja. Hallo? Ein Händler? Ja, das war wahrscheinlich der Händler am Anfang. Und nochmal sehen wir nochmal einen Nordarbeiter und dann hier. Gut, dann gehe ich mal rüber zum Händler. So. Ich denke dieses Haus hier. Oh, ein Nordjäger. Also wir müssen mal speichern. Ich habe jetzt vorher beim Ding schon gedacht, lieber noch mal ein bisschen safen. Es könnte sein, dass eine Quest halt nicht mehr abschließbar ist. Wenn man zu aggressiv und bösartig ist oder so. Winterfeste mag nicht sehr imposant aussehen, aber es besitzt eine sehr reiche Geschichte. Ist die Akademie gefährlich? Aber nein, das sind einfache Gelehrte, die niemandem etwas zuleide tun. Ich habe mich im Lauf der Jahre mehrmals mit Erzmagier Aren unterhalten. Er ist äußerst höflich, wenn auch etwas zurückhaltend. Ich möchte mehr über die Geschichte von Winterfeste erfahren. Leider ist die Stadt Winterfeste, die ihr vor euch seht, nicht gerade sehr imposant. Doch ich kann euch versichern, dass sie in ihrer Blütezeit etwas ganz Besonderes war. Eine frühe Hauptstadt Himmelsrands, wisst ihr?
Ja. Unglücklicherweise hat die Oblivion-Krise Winterfeste in Mitleidenschaft gezogen, in mehrfacher Hinsicht. Dann verschluckte der große Zusammenbruch einen Großteil unserer geliebten Stadt. Mhm. Der große Zusammenbruch, was soll das sein? Vor etwa 80 Jahren geschah ein schreckliches Unglück. Die Klippen, die das Geistermeer überragten, brachen zusammen und rissen einen Großteil von Winterfeste mit sich. Die Akademie blieb bei alledem so gut wie intakt. Viele Überlebende waren argwöhnisch. Manche glaubten, die Magier stünden hinter dem Ganzen. Andere meinten, sie hätten es zumindest verhindern können. Erzmagier Aren versicherte mir, dass seine Leute nichts damit zu tun haben. Und ich glaube ihm. Doch Winterfeste erholte sich nie davon. Jo, welche Auswirkungen hat die Oblivion-Krise auf Winterfeste? Leider ist die doch ich kann... Unglücklicherweise hat die... Ihr habt vielleicht die Akademie bemerkt, gleich nördlich von hier. Eine sehr angesehene Stätte. Aus ganz Tamriel kamen Magier hierher, auf der Suche nach Wissen. Als die Oblivion-Krise vorüber war, gaben viele den Magiekundigen die Schuld, insbesondere den Elfen. Das führte zu großen Spannungen. Etliche Dunkelelfen wurden aus der Stadt vertrieben und den Einwohnern behagte die Präsenz der Akademie nicht mehr. Okay, gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, die Bewohner haben viel zu erzählen. Kaldas Familie besaß früher viel Einfluss in Winterfeste. Es ist mir eine Ehre, ihm auch jetzt noch zu helfen. Ja, du hast nicht so viel zu erzählen. Familie besaß früher viel Also, wo ist jetzt der Laden? Ich dachte, das wäre ein Laden. Also hier nicht. Ah, wir sind aber in ein anderes Haus eingegangen. Wir beide sind vom gleichen Schlag. Ich freue mich, euch kennengelernt zu haben. Okay. Passt auf euch auf. Hier ist aber auch recht. Kaum zu glauben, dass es mir in Refton zu Kann ich dich nicht anhören? Ja. Also ich kann sie anhören. Unterhalten wir uns? Okay. Was ist, wenn wir jetzt gerade die nehmen, so ein Jarvis? Nehmen lieber andere. Was jetzt nochmals von diesem Schlag, die nicht reden und so. So, weil die eben immer wieder sich auswechseln mit, also die andere dann immer wieder geht. So, die Birna. Ich verkaufe so gut wie alles, wenn es sich für mich lohnt. Vergesst das nicht, ja? Laufen die Geschäfte gut hier oben? Sehr komisch. Ihr habt sicher bemerkt, dass es in Winterfeste nicht gerade von Leuten wimmelt. Ich verkaufe, was ich kann. Wenn ein Gegenstand es wert ist, ein Preisschild zu bekommen, dann bekommt er auch eins. Ich habe mir ein paar Mal die Finger verbrannt, ein paar schlechte Geschäfte gemacht. Aber meistens fällt etwas Profit ab. Okay. Ihr habt ja das über ein schlechtes Geschäft gesagt. Ja, das war ganz schön dumm von mir. Ich hätte der Geschichte keinen Glauben schenken und das Geschäft ablehnen sollen. Aber das habe ich nicht. Und jetzt bleibe ich auf diesem wertlosen Krempel sitzen. Aha. Das ist wohl eine Geschichte. Es ging um diese Bestattungsurne und das Ingol-Hügelgrab. Er sagte, sie sei mehr wert als ihr Gewicht in Gold, wenn ich sie dorthin zurückbringen würde. Irgendwas darüber, sie in Ingols Kammer zurückzubringen, glaube ich. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Selbst wenn es der Wahrheit entspräche, ich setze keinen Fuß in ein altes Grab, in dem es von allen möglichen Gefahren wimmelt. Ja, ich auch noch nicht. Rechtes Mal ab. Ich tue, was nötig ist, um einen Auskommen Warum zu haben. Warum habt ihr euren Laden ausgerechnet hier aufgemacht? Kann ich mich nicht verlassen. Meine Entscheidung war das nicht. So viel kann ich euch sagen. Ich hatte keine große Wahl. Ranmir und ich sind hier aufgewachsen. Und er versäuft fast das ganze Geld, das ich verdiene. Da ich nicht genug Geld hatte, um wegzuziehen, habe ich beschlossen, es als Händlerin zu versuchen. Okay, wir haben sie gefunden. Aber jetzt geht die Geschichte ja nicht weiter. Was davon? Was müssen wir jetzt machen? Okay, die Angelkarten brauche ich jetzt noch nicht. Leider immer so mega teuer. So bessere Preise, das hätte ich gerne mal. Jo. Ein paar Sachen. Jo. Also.
Also ich habe so gedacht, wenn ich jetzt Beschwörung beginne, ich hole mir mal Seelenfalle als Zauber und will einfach ein paar Seelensteine, wenn ich es finde. Aber kaufen kann ich die Seelensteine noch nicht. So. Einen kurzen Ei geklaut. Jo, dann werden wir doch mal, ja, langsam losbrechen. Ich gehe oben durch, also wir müssen einfach wieder nach vorne, denke ich mal. Hier geht irgendwie, ja, hier geht es nicht so durch. Mal auf der Karte entfernen. Wir gehen mal, nein. Wir gehen mal irgendwie hier hin, hier ist ein Weg. Okay. Gut. Ja, danke schön fürs Zusehen. War eine schöne Zeit hier in Winterfeste. Wir werden sicher wieder hierher kommen, weil wir wollen ja auch uns ausbilden lassen. Aber ich muss mich noch ein bisschen umschauen, jo, wann das so ist mit diesen Ausbildungen. Vielleicht erfahre ich es ja irgendwie. Gut, dann Dankeschön und tschüss.